Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Mittwoch, der 25. März 2020, 10.39 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Tada! Seychellen hat ab heute ein eigenes Museum. Oh ja, ein wirklich großartiges Museum mit Ausstellungsräumen für Insekten, Fische und Fossilien. Eugen, der Kurator des Museums, steht allzeit für die Annahme von Spenden zur Verfügung. Auch Fossilien untersucht er zu jeder Zeit. Und der Eintritt ins Museum ist obendrein gratis. Übrigens, wenn es so wie jetzt große Neuigkeiten zu den Einrichtungen auf der Insel gibt, dann halten wir eine besondere Zeremonie ab. Je mehr mitmachen, desto besser. Kommt einfach ins Service Center, wenn ihr Interesse habt. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Seychellen. Hype, hype, hype! Das Museum hat eröffnet! Und fand nur ich das total knuffig, wie Tom Nook da mit seinem Regenschirm die Ansage gemacht hat. Ja, zum allerersten Mal haben wir nun auch am Tag Regen. Aber hey, finde ich gar nicht mal so schlimm. Zumal wir schon wieder so viele tolle neue Briefe bekommen haben. Und es ist auch wieder einer von Juli dabei. Lieber Domi, damit bist du für den Sommer gewappnet. Okay. Für den Sommer. Was könnte sie damit meinen? Sonnencreme? Also, ich brauche auf jeden Fall immer Sonnencreme. Tut mir leid. Das ist so das Erste, was mir einfällt, weil ich einfach übelst anfällig für Sonnenbrände bin. Dann bekomme ich meinen Mundschutz wieder, weil ich habe ja einen an meine Freundin geschickt, weil sie so lieb war. Die Jeans, die wir bestellt haben, kamen an. Und das Bild. Können wir auch gleich aufhängen. Ich muss sowieso kurz ins Haus und die ganzen Tiere plus Fossilien aus dem Lager holen, die wir jetzt bei Eugen abgeben können. Wobei ich nicht alle mitnehmen werde, das ist sonst ein bisschen too much. So, lasst mich jetzt erstmal überlegen, wo kommt das Bild hin? Ich würde fast sagen, hier, oder? Ich glaube, das ist eine richtig schöne Stelle dafür. Erstmal auspacken. Mundschutz, den kann ich auch gleich mal anlegen. Haben wir zwar in der letzten Folge schon gehabt, aber ja, nur die halbe Folge. Deswegen gönnen wir uns den jetzt nochmal. Sicher ist sicher. Und die Jeans werde ich auch anziehen, aber erst später. Ich möchte noch ein bisschen den Strohmantel genießen, den ich jetzt ja, als einziges trage. Ich habe meine Hose ausgezogen, deswegen bin ich darunter tatsächlich nackt. Oh mein Gott. So, Bild an die... Was? Okay, ich glaube, das ging jetzt nicht, weil er sich umgedreht hat. Weil da ist ja offensichtlich genug Platz. Ja, eben. Perfekt. Das sieht echt schön aus. Wundert mich aber, dass wir noch keinen Brief von Ash bekommen haben. Also von der Akademie des schönen Hauses. Die lassen sich hier wohl ein bisschen mehr Zeit als in anderen Animal Crossings. Naja. So, ich würde sagen, dass wir den Fossilien jetzt erstmal mehr Priorität geben als den Tieren. Einfach aus dem Grund, weil wir, wenn wir doppelte Fossilien haben, diese verkaufen können. Und das gibt uns dann nochmal einen ordentlichen Cash-Boost. So, was könnte ich noch ins Lager verfrachten? Oder sollen wir damit zufrieden sein? Moment, erstmal hier das Geschenk auspacken. Das ist das Klima-Außengerät. Das hat Judy mir geschickt. Da steht Außengerät, also sollten wir es nicht hier drin anbringen. Und ja, dann lassen wir die Tiere für heute einfach mal im Haus und nehmen nur die Fossilien mit. Und ich muss mal schauen, was ich damit jetzt anfange. Warte, ich werde es jetzt einfach mal hier droppen, damit ich schon mal sehe, wie es aussieht. Aber ja, es ist tatsächlich einfach so eine... So ein Klimagedöns, was wir uns ja jetzt auch implementiert haben fürs Schlafzimmer und fürs Büro. Sprich, ich bin für diesen Sommer tatsächlich auf diese extreme Hitze vorbereitet. Sieht natürlich nicht schön aus, deswegen werde ich das jetzt auch bewusst nicht so sichtbar platzieren, aber man hört es. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn ihr euch sowas anschafft, dann platziert es so, dass es nicht auffällt. Okay, ich guck nur, dass das Gebläse auch zum Fluss ausgerichtet ist. Sonst wäre es ein bisschen weird, wenn wir unser eigenes Haus mit der heißen Luft anblasen.
Vielleicht finde ich dafür noch eine schönere Stelle, aber es ist auf jeden Fall schon ein ziemlich weirdes Geschenk von Duli. Trotzdem danke. Dann kann uns ja im Sommer nichts mehr passieren. Zu Tom Nook müssen wir auch noch gehen, wegen dieser Zeremonie. Da weiß ich gar nicht, was er damit meint. Aber das Museum hat jetzt erstmal Vorrang. Und Eugen pennt mal wieder. Hey, ich will was prüfen lassen. Oh, pardon. Ich bin ein eher nachtaffiner Charakter. Tagsüber schone ich meine scharfen Äuglein. Aber sagen Sie doch mal. Dummy, wenn das mal keine Freude ist. Nach langem Warten öffnet das Museum von Seychellen heute endlich seine Pforten. Eine Vermählung von Know-how, Werkskunst und klassischem Inselleben, Improvisationstalent. Und freiwillig hat Seychellen sein kulturelles Kronjuwel allein ihrer Spendabilität zu verdanken. Kein Problem, ja. Mach ich doch gerne. Ja, ich liebe euch, meine Fans, ja. Und Mitbewohner. Daher von mir aus, tiefstem Herzen, in höchsten Tönen, Himmel hochjauchzendes Danke. Werfen Sie doch gleich mit mir einen Blick auf den Raumplan unseres famosen Hauses. Wie Sie sehen, befinden sich zunächst einmal Zugänge nach links, nach rechts sowie in Richtung Keller. Ein jeder führt zu Ausstellungssälen, in denen unsere bisher gestifteten Stücke zu sehen sind. Ach ja, ich hätte im Übrigen noch Neuigkeiten für Sie. Das Stiftungsverfahren wurde vereinfacht. Hm? Das war doch hier schon ultra einfach. Was hast denn du noch optimiert? Somit können wir ab sofort mehrere Spenden auf einmal annehmen. Wenn Sie hingegen meine Einschätzung zu einem Fossil oder Fisch möchten oder einem Insekt, dann sagen Sie einfach, ohne zu zögern, ich hätte da was. Und nun sollten, nein, müssen Sie sich unsere Sammlung ansehen, deren Grundstein Sie gelegt haben. Ja, Moment, Moment. Erstmal möchte ich die Sammlung erweitern. Aber was meinte er jetzt mit... Ich hätte da was. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was das bringt. Wie haben Sie etwa einen haben Sie einen etlichen Fund gemacht? Zeigen Sie doch mal. Vielleicht erkenne ich das Objekt ja und kann Ihnen Erhellendes dazu erzählen. Hä? Also ist das quasi das Fossil analysieren oder was? Dieses Fossil muss zuerst unter die Lupe genommen werden, damit man weiß, was es ist. Soll ich es für Sie analysieren? Es kann auch sein, dass das die Funktion ist, abzuchecken, ob etwas schon im Museum ist oder nicht. Aber warum sollte es dafür einen eigenen Menüpunkt geben, hä? Oder aber das ist die Funktion, in der er immer explizit die Details zu den einzelnen Spenden raushaut. Ja, das könnte sein. Vielleicht tut er das bei den normalen Abgaben jetzt nicht mehr. Wundervoll, dann lassen Sie mich sogleich einen Blick drauf werfen. Also, wollen wir doch mal sehen. Nach einiger Überlegung ist der Fall klar. Dieses Objekt ist ein T-Rex-Schädel. Tyrannosaurus Rex konnte bis zu 9 Tonnen schwer und 13 Meter lang werden. Ein echtes Schwergewicht. Diese furchteinflößende Gestalt ist mit gutem Grund der erste Dinosaurier, an den viele denken. Er war einer der größten Fleischfresser, die je gelebt haben, mit Zähnen groß wie Bananen. Man weiß nicht genau, wie schnell Tyrannosaurus Rex war. Da gehen die Schätzungen weit auseinander. Ich bin nur froh, dass ich vor ihm nie davon fliegen musste. Pardon, ich bin untröstlich. Beim Thema Fossilien schnattere ich los wie frisch nach dem Schlupf. Ach, übrigens, ein T-Rex-Schädel würde uns noch fehlen. Möchten Sie uns nicht kulturell unterstützen und uns mit einer Spende aushelfen? Klar möchte ich das. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Okay, also das scheint wirklich die Funktion zu sein, wo er nochmal alle Details raushaut, weil das tut er ja offenbar nur, wenn man ihm einen neuen Fund gebracht hat. Und will man das nochmal hören, was er zu den einzelnen Sachen sagt, dann muss man wohl diesen dritten Menüpunkt auswählen. So verstehe ich das jetzt. Fabelhaft! Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Ey, du kannst alles haben. Oh, wobei... Die Fossilien müssen tatsächlich erst mit dem dritten Menüpunkt analysiert werden. Das ist alles unnötig kompliziert, Alter. Ich weiß, gerade habe ich es noch gelobt von wegen, hey, es ist so vereinfacht und chillig. Es ist ja auch besser als auf dem GameCube, aber trotzdem, hey. Juhu, hat man Worte, das ist...
Ein T-Rex-Schädel, wie ich gerade schon erzählt hatte. Und in tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher noch ein prickelndes Faktenwissen hören, oder? Ich denke, er würde sich nur wiederholen, daher skippen wir das an der Stelle. Ah, puh. Nun ja, jedenfalls will ich dann mal Ihre großzügige Spende entgegennehmen. Vielleicht kommen ja irgendwann auch alle Teile zusammen und das Fossil ist komplett. Allerbesten Dank. Das wäre schön, oder? Kann ich Ihnen noch behilflich sein? Ah, Moment! Hier ist ja Fossilien analysieren. Hä? Das überfordert mich alles! Nee, ich glaube, man kann einfach nur beim dritten Menüpunkt zusätzlich die Fossilien analysieren. Aber, es ist und bleibt eigentlich eine Funktion, um die Details zu erfahren. Denke ich. Nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Welch Glücksfall. Eines dieser Stücke befindet sich in meiner Sammlung. Sie sind eine tolle Spürnase. Ich hoffe doch sehr, dass Sie das Museum damit bereichern werden. Die kulturelle Entwicklung von Seychellen voranzutreiben ist ein löbliches Bestreben. Ich gebe Ihnen die kostbaren Stücke wieder, aber denken Sie immer an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Eugen glücklich. Ja, und dann Geldbeutel wahrscheinlich auch. Noch ist es kostenlos, aber später wirst du bestimmt jede Menge Geld dafür verlangen. In Auftrag von Tom Nook. Weil wenn Tom Nook sagt, es ist irgendwas gratis, dann muss jedem klar sein, dass da ein Haken ist. Kann ich Ihnen noch behilflich sein? Ja, Diggi, ich will dir alles spenden. Oh, wirklich? Ja. Ein Mammutschädel? Quetzalcoatlus-Torso? Und Dimetrodon-Torso. Cool, es gibt so viele neue Dinos. Gleich mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl. Welch Freude, eine solche Spende nehme ich mit Vergnügen entgegen. Aber bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Hä? Ach verdammt, hat er die jetzt alle genommen, ohne was zu sagen? Naja, es gibt ja zu jedem Dino mindestens drei Teile, dann hören wir uns das halt ein andern Mal an. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Aufenthalt. Kurzer Check. Ja, er hat sich tatsächlich einfach alle genommen, ohne was zu sagen. Oh Mann, Fail. Aber ist natürlich gut, wenn man Fossilien zu einem Dino hat, den man schon mal abgegeben hat und dann einfach den ganzen Text skippen will. Das macht schon Sinn. Alles klar. Und wir bekommen Bonusmeilen plus fürs Fossilienbestimmen. Klasse. Neue Mission? Verkaufe Unkraut. Ja, easy. Können wir gleich mal machen. Aber vorher schauen wir uns dieses tolle Museum erstmal an. Und ich beginne mit dem Insektenreich, denn das durfte ich euch bei der Preview nicht zeigen. Einfach aus dem Grund, weil Nintendo nicht zu viel vorwegnehmen wollte. Das verstehe ich auch. Deswegen habe ich mich dran gehalten. Also es war eine Empfehlung, es war jetzt nicht irgendwie in dem Embargo festgeschrieben, aber ja, verstehe ich natürlich auf alle Fälle und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber jetzt kann ich es euch zeigen. Und cool finde ich, dass der Koi sogar hier in diesem Brunnen schwimmt, obwohl das ja das Insektenabteil ist. Das ist ja interessant. Sind die miteinander connected oder es ist ein Spezialfall. Vielleicht finden wir den ja sogar sowohl im Insektenbereich als auch im Fischbereich. Das könnte sein. Wir werden sehen. Oh, was steht hier? Wir bitten untertänigst um Stiftung von Exponaten. Museum von Seychellen. Ja, ich gebe mir ja Mühe. Sehen wir uns kurz an, wie das aussieht, wenn das Museum ein bisschen voller ist und man einen Fund vorzuweisen hat. Dann gibt es hier wie im Zoo oder halt, ja, in den modernen Museen Schilder, wo die ganzen Details stehen. Also, das hier ist die Motte. Gefangen haben wir sie oder abgegeben haben wir sie am 21. März 2020 und gestiftet von mir. Kann ja auch von anderen Spielern gestiftet werden, deswegen steht da immer der Name dabei. Noch cooler wäre es gewesen, wenn man da noch so ein paar Fakten dazu geschrieben hätte. So wie es Eugen halt auch immer sagt, wenn man etwas abgibt, ist aber wohl nicht der Fall. Und da hier gerade mehrere auf einem Screen sind, möchte ich noch kurz zeigen, dass einzelne Schilder auch mehrere Tiere
zusammenfassen. Also hier ist es der Marienkäfer. Ach, natürlich in dem Beispiel jetzt nicht. Okay, wird vielleicht bei den Fischen drüben ersichtlicher. Gehen wir da am besten gleich mal hin. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. Aber Moment, wir waren ja hier oben noch gar nicht. Auch hier gibt es was zu sehen. Die Gottesanbeterin beispielsweise. Natürlich ist es jetzt noch relativ leer, weil wir kaum was abgegeben haben. Aber ich möchte dennoch schon mal so einen kleinen Überblick über das Museum geben. Damit man es jetzt schon mal in Gänze sieht. Auch für die Leute, die vielleicht noch mit dem Kauf des Spiels warten und doch unentschlossen sind. Wer auch immer das sein mag. Und ja, auch zum anderen, um dann später den Vergleich zu haben, wenn alles voll ist. Sozusagen. Was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass die einzelnen Räume so schön miteinander connected sind. Zwar, wie ich hier jetzt sehe, immer nur ein Abteil. Also das hier war jetzt alles Insekten. Aber es ist halt auch richtig groß und auch wirklich schön angelegt. Es fühlt sich wie ein richtiges großes Museum an, wo du verschiedene Wege hast. Es ist nicht so schlauchförmig, so Call of Duty mäßig, sondern halt wirklich verzwickt. Und das macht die Erkundung in diesem Museum nochmal um einiges geiler. Ah, hier, jetzt kann ich es zeigen. Da siehst du, da sind mehrere Fische in einem Becken. Flussbarsch, und dann drücke ich A, geht's weiter zur Karausche und so weiter und so fort. Also, es gibt nicht für jedes Tier ein eigenes Schild. Manchmal fassen die auch mehrere zusammen. Ah, und da haben wir den Koi wieder. Also ist der tatsächlich ein Spezialfall. Der kommt hier im Fischreich vor, logischerweise. Als auch drüben zu Dekozwecken, nehme ich mal an, im Insektenreich. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo die etwas selteneren Tiere behaust sind oder vielmehr, ja, die Meeresbewohner, weil ich glaube, die Fische, die wir jetzt vorhin gesehen haben, das waren Fische, die eher in Flüssen vorkommen und hier kommt halt sowas rein wie Hai und so, also die Viecher, die wirklich im tiefen Wasser leben, nur haben wir davon noch kein einziges. Ja, schade, aber hier, kann auch so voll süß durch die Gucklöcher linsen. Das ist echt schön gemacht. Ich liebe das Museum. Ich war so unglaublich gehypt schon in der Direct, als sie das gezeigt haben, weil das eine so heftige, massive Verbesserung ist zu dem, was wir kennen. Aber ich glaube auch zu allen anderen Museen in den anderen Animal Crossing Teilen. Hier kommt die Power der Switch, also der technische Fortschritt, halt wirklich zur Geltung. Und es sieht auch so schön aus, wie die da schwimmen, so richtig realistisch. Du fühlst dich einfach wie in, ja, einem richtigen Zoo oder Museum. Das ist einfach geil. Da haben sie wirklich ganz viel Herzblut reinfließen lassen. Und es ist den Machern mehr als nur gelungen. Also das Museum ist für mich ein absolutes Highlight. Und genau deshalb versuche ich auch, es zu 100% voll zu bekommen. Alleine werde ich es vielleicht nicht schaffen, aber mit der Community, das kriegen wir hin. Das ist das große Projekt 2020. Es sind ja bislang eh keine anderen Spiele angekündigt, zumindest seitens Nintendo, also von daher. Jo, haben wir genug Zeit, würde ich sagen. So, dann hier unten. Oh. Was ist das denn? Heizahnspirale. Achso, und da ist jetzt nochmal so ein Hai, so ein ausgestopfter oder eine Statue nebendran, damit man das gleich sieht. Alles klar. Hier drunten gibt es die ganzen Fossilien, wie ihr euch schon denken könnt. Und das ist natürlich ein Riesen-Highlight. Allein der hier, der ist ja schon fast fertig. Oder ist der komplett fertig, Digga? Quetzalcoatlus. Bitte spenden Sie fehlende Teile. Nee, er ist noch nicht fertig. Er sieht aber fertig aus, ja? So, ist er im Riesenhals. Oh. Sieht ein bisschen aus wie Ridley, nur magersüchtig. Aber gut. Wer weiß, ey. Oh, da drüben ist der T-Rex-Schädel. Einfach nur mega. Ich weiß gar nicht, was ich am geilsten finde.
Fossilien, Fische oder Insekten. Es hat alles was. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr favorisiert. Und was ihr am ehesten als erstes vervollständigen würdet, wenn ihr die Wahl hättet. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Das hier ist auch lustig. Da sind die verschiedensten Bewohner aufgelistet. Aber ich verstehe den Witz nicht ganz. Ist das rein dekomäßig oder soll das auch irgendwas bedeuten? Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir jetzt durch. Das ist das Museum im 90-prozentigen Leerstand. Aber wir werden es nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem mit viel Fleiß und Hingabe füllen. Mir ist aber jetzt erst so richtig bewusst, wie gottverdammt viel da auf uns zukommt. Wir können ja mal einen Blick auf die Faunopedie werfen. Ja gut, und das sind nur die Insekten. Schon noch ein bisschen was. Wir haben zwar noch nicht alle abgegeben, die da in der Faunopedie schon registriert sind, aber da würde sich, glaube ich, am Erscheinungsbild des Museums nicht viel ändern, selbst wenn wir das getan hätten. Und jetzt rein zu Nook. Erstmal kaufen, verkaufen und dann würde ich mich gerne über diese Zeremonie informieren. Was war denn damit gemeint? Willkommen, Dummy. Ich will was verkaufen. Ach stimmt, und wir müssen noch einen Platz für den Laden finden. Die ganzen Materialien, die haben wir schon abgegeben. Aber wir haben noch nicht einen Bauplatz bestimmt. Das sollten wir dringend ändern. Oh genau, und ich wollte noch ein paar Sachen zu meinem geheimen Ort bringen. Leider sehe ich gerade, wir haben noch nicht mal genug Unkraut, um diese Meilen-Plus-Aufgabe zu lösen. Belastend. Aber müssen wir ja nicht sofort heute erledigen. Dafür haben wir ja gerade eine andere erfüllt. Welche auch immer das ist. Ich schaue gleich nach. Jetzt erstmal nachgucken, was man sonst noch hier so kaufen kann. Ein Picknickkorb. Ja komm, der passt doch super zu meinem geheimen Ort. Dann kaufe ich den noch. Und der Eimer? Ja, schadet nicht, oder? Ein K. Was ist schon ein K? Gönnen wir einfach mal rein. Ja, und hier ist ansonsten eigentlich immer das Gleiche, ne? Ja gut, Nook. Dann hau mal raus, bevor uns wieder die Zeit ausgeht. Ah, Dummy. Hallo, hallo. Was darf's sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Obwohl, wenn das jetzt eine längere Geschichte wird, lassen wir es. Zumindest für den Part. Ich trau mich jetzt nicht. Bringen wir erstmal zu Ende, was wir angefangen haben. Und dazu werden wir nun 300 Bonusmeilen abholen aus dem Automat. Und ich glaube, ab jetzt erweitert sich das auch nicht mehr, oder? Weil da stand 7 plus Tage. Na gut, dann kriegen wir jetzt einfach fortan jeden Tag ...300 Bonusmeilen. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und was ist das jetzt hier? Werkzeugring. Ein Muss. Ist sogar noch relativ günstig. Kommen da jetzt nochmal neue Stufen für die Werkzeuge hinzu, die nochmal robuster sind, oder was? Ach so ist das. Alles klar. Ich habe gelernt, wie man Werkzeug schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt nach oben drücken, um den Werkzeugring zu öffnen. Ach was. Oha. Ja, moin. Das ist ja cool. Ich hatte zwar sowieso schon mit diesem Schnellauswahlsystem gearbeitet, aber das beschleunigt die Sache natürlich nochmal um einiges. Sehr geil. So.
Und zwecks Mission geheimes Lager. Ich nehme den Reifen mit, weil ich den irgendwie bei einem geheimen Lager mehr fühlen würde. Und der Gartenstuhl, der... Lass das. Der passt eher zu meinem Häuschen. Also stellen wir den jetzt statt des Reifens hier zur Feuerstelle. Und bringen den Rest, hui, zu unserem geheimen Lager. Und auf dem Weg dorthin können wir uns neue Fossilien gönnen, wie ich sehe. Schwupps. Wunderbar. Potenzielle neue Funde. Oder viel Geld. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja noch 98.000 Schulden für das Haus im Rücken. Und das möchte alles abbezahlt werden. Aber ich kann nicht widerstehen, jetzt täglich im Shop zuzugreifen. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Wir haben so lange ohne Items gechillt. Das muss ich ändern. Oh, und ich habe das Lagerfeuer vergessen. Fällt mir gerade auf. Ich Idiot. Naja, dann bringen wir halt erstmal nur den Campingkocher hier hin. So. Dann kommt hier, wo ich jetzt stehe, das Feuer hin. Rechts. Der Reifen. Weil ich den noch ein bisschen wegziehen werde. Picknickkorb. Wobei, den ziehe ich vielleicht lieber zu mir. So, genau. Den Blecheimer, den sollten wir auch, denke ich, hier lassen. Einfach, um das Feuer dann zu löschen. Wenn wir es nicht mehr brauchen. So. Ja, und dann hole ich noch schnell ein Lagerfeuer. Wow, ein Geschenk, aber es ist gleich weg. Oh, ich hab's gerade noch so bekommen. Was ist denn das denn hier? Danke. So, da bin ich wieder. Lagerfeuer ist bereit. So will ich das sehen. Schön. Und hier können wir jetzt abends chillen. Uns was kochen. Oder einfach die Atmosphäre genießen. Top. Ja, und ich denke, damit endet auch schon dieser heute etwas gechilltere Part. Stand auf jeden Fall ganz im Zeichen des Museums. Und auch die nächsten Folgen werden wir dann natürlich hart dran arbeiten. Aber eben auch einen Platz für den Laden suchen. Und bei Nook abchecken, was er mit dieser feierlichen Zeremonie so meint. Ich bin schon echt gespannt. Verpasst dich die nächsten Folgen. Und wenn es gefallen hat, dann gerne einen Daumen da lassen. Bis bald.